Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wir gehen in diesem Video ein bisschen weg von den Ten-Baggern, die das Thema des Tages der letzten zwei Videos waren, hin zu wieder etwas solideren Dividendenaktien, um genauer zu sein zu REITs, aber jetzt nicht zu US-REITs, also zu Realty Income und Co., die jetzt zunehmend beliebter werden und auch sparplanfähig werden, zumindest bei der Consorsbank ist es so, sondern zu deutschen REITs, die ja vielleicht eine Alternative sein könnten zu den US-REITs. Wir schauen uns also die Situation an der deutschen REITs. Das sind auch Luxemburger REITs dabei, so viel schon mal vorweg im Vergleich zu den USA und analysieren dann ein paar der deutschen bzw. einen Luxemburger REIT. Und am Ende des Videos gibt es dann eine Abstimmung. Und wenn euch an das Video gefallen hat, bzw. wenn euch das Thema gefällt, so ein bisschen REITs abseits des Mainstreams, dann würde ich euch auch noch weitere deutsche REITs vorstellen. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ins langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, mit Aktien selbstverständlich. Gut, und wir haben auch schon hier im Starterdepot ja uns ausgiebig mit REITs beschäftigt. Ich habe vier REITs analysiert für euch und wir haben dann abgestimmt und American Tower hat es geschafft ins Starterdepot rein. Und wenn du dann ebenfalls investieren möchtest, dann kannst du hier das Starterpaket genießen. Da gibt es eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Und hier ist der Aktienfinder, den habe ich hier schon mal geöffnet für dich. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal richtig an. Und zwar erstmal so die allgemeine Situation. Wir haben ja hier im Aktienfinder schon seit längerem einiges an REITs vorrätig und da kommt momentan fast wöchentlich noch was Neues dazu. Aktuell haben wir 42 REITs und hier sind sie. Machen wir es mal ein bisschen größer. Ich mache auch schon mal das Ranking weg von dem Gewinnwachstum hin zum Dividendenertrag. Das ist so ein bisschen typischer für einen REIT. Also ein Investor, der in REITs investiert, der ist ja nicht eher tendenziell weniger auf der Suche nach den Ten-Baggern, sondern eher auf der Suche nach ja, soliden Dividendenzahlern. Wobei REITs durchaus auch eine Gewinndynamik haben können, insbesondere American Tower, das war ein gutes Beispiel. Damit hätte man oder hättest du im Prinzip in den letzten Jahren genauso viel Rendite gemacht, Pi mal Daumen, wie mit Amazon beispielsweise. Also das heißt nicht, dass REITs tendenziell oder dass REITs Langeweiler sein müssen, auf die Rendite bezogen. Also wir haben hier schon eine ganze Menge an REITs drinne. Siehst du hier, dass es alles sich um REITs handelt, dann um was für REITs genau, das siehst du hier. Das ist die Klassifikation, die habe ich aus der, von der NAREIT, von dieser National Organization of Real Estate Investment Trusts aus den USA einfach ins Deutsche übersetzt. Weil REIT heißt ja nur, dass das Unternehmen seine, REIT bedeutet eigentlich zwei Sachen. Das zum einen bedeutet es, dass das Unternehmen seine Gewinne aus Vermietung und Verpachtung erzielt und zum anderen, dass das Unternehmen gewisse nationale Vorgaben einhalten muss, um als REIT klassifiziert zu werden und diesen Sonderstatus innezuhaben, der ihm dann steuerliche Vorteile gewährt. Da kommen wir dann auch noch gleich drauf, wenn wir uns die deutschen REITs anschauen. Bleiben wir erstmal noch hier bei der Situation allgemein, wie es aussieht zwischen deutschen REITs und US-REITs. Wenn ich hier einfach mal nach der Marktkapitalisierung absteigend sortiere, da siehst du im Prinzip, dass die großen REITs hier ausschließlich aus den USA kommen. American Tower ist der größte mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Euro. Und dann hätten wir hier Around Town mit einer Marktkapitalisierung von knapp 11 Milliarden Euro. Der größte, den ich momentan im Aktienfinder jedenfalls habe. REIT, der nicht aus den USA kommt, gefolgt von Grand City Properties, wobei Around Town eine Beteiligung an Grand City Properties hält. Und dann hier siehst du noch ein paar deutsche REITs mit Alster Office REIT mit 3,4 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Der größte, den ich hier anzubieten habe, dann die Deutsche Euroshop, VEB Vermögen, Hamborner REIT. Und wir schauen uns jetzt hier diese deutschen und diese Luxemburger REITs an. Nicht alle in dem Video, aber drei Stück hätte ich mir mal, würde ich mal vorschlagen. Und da würde ich jetzt einfach mal einen Merkzettel anlegen für diese REITs. Und ich mache das hier jetzt ein bisschen mal allgemeiner, damit du auch siehst, wie man im Aktienfinder quasi arbeiten kann.
weil ich immer wieder doch teilweise so rudimentäre Fragen bekomme, was ja völlig okay ist. So, und dann fügen wir die mal hier dem Merkzettel hinzu. Das wäre der hier, der hier, der hier, überall quasi, wo keine US-Flagge daneben hängt, und der hier. Und dann können wir hier den Merkzettel anwenden und dann haben wir hier unsere Nicht-US-Reads. Gut. Dann sortieren wir das Ganze mal nach der Dividendenrendite absteigend. Und ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, wir gucken uns die Deutsche Euroshop an, Hamborner Reed und die Roundtown SA, die habe ich mir mal kurz angeguckt, alle drei. Und die gehen wir jetzt mal durch und gucken im Prinzip, ob die was taugen. Die Dividendenrenditen sind ja teilweise schon ganz stattlich hier. Mit 6% fängt es an und geht dann bis zu ungefähr 2% runter. Vielleicht noch ein Wort allgemein zu den REITs erstmal. Ich hatte ja bis vor kurzem im Aktienfinder sehr ungerne deutsche oder nicht US-REITs drin, so, weil ich bis vor kurzem eben diese Funds from Operations nicht bekommen habe von Datenprovidern. Im Zuge der Integration von FactSet hat sich die Situation Gott sei Dank verbessert. FactSet hat auch noch ein bisschen nachgearbeitet. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt bekomme ich eben Funds from Operations geliefert, nicht nur für die US-Werte, was ich ja auch schon vorher hatte im Aktienfinder, sondern auch für REITs außerhalb den USA. Und deshalb habe ich jetzt auch noch vor kurzem drei von den Nicht-US-REITs aufgenommen, sodass wir jetzt immerhin schon mal einen kleinen Grundstock haben an REITs außerhalb den USA. Vielleicht nochmal hier kurz einen Schritt zurück. REITs haben ja einen Sonderstatus inne und da muss ihnen ja gewährt werden vom Staat selbstverständlich per Gesetz. So ist es auch bei den deutschen REITs. Und da habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Also es gibt das REIT-Gesetz und das siehst du hier in all seiner Pracht. Keine Angst, wir werden hier nicht komplett durchgehen. Ich möchte nur die aus meiner Sicht interessantesten Punkte zeigen. Es gibt gewisse Bedingungen, die ein Unternehmen einhalten muss, damit es als REIT klassifiziert werden kann. Das ist in den USA so und das ist hier in Deutschland nicht anders. Wichtige Bedingungen finde ich, dass mindestens 75% des Vermögens in Immobilien stecken muss. Ja, das wäre das hier. Habe ich jetzt gerade zufällig auf dem Schirm. Das nächste habe ich auch zufällig auf dem Schirm. Das ist nämlich, dass mindestens 75% der Umsatzerlöse hier, also der Erträge, müssen aus Immobilien erwirtschaftet werden. Und dann müssen noch mindestens 90% hier des handelsrechtlichen Jahresüberschusses an die Aktionäre ausbezahlt werden, im Sinne von Dividenden. Das macht es dann für uns eventuell sehr attraktiv, wenn wir eine Dividendenstrategie fahren. Und was hat jetzt der REIT, also das Unternehmen davon? Das steht, glaube ich, irgendwo weiter unten. Hier hatte ich es noch markiert. Sie sind von der Gewerbesteuer befreit und es macht ja für Kapitalgesellschaften immerhin ungefähr die Hälfte der Steuerlast aus, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Pi mal Daumen, 50-50. Die müssen also dann keine Gewerbesteuer bezahlen. Dadurch lohnt sich dann das Ganze eben. So viel zum Hintergrund des Gesetzes, der deutschen Gesetze so rum. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hier die, also drei der REITs an. Zuerst hier die Deutsche Euroshop. Deutsche Euroshop, das ist ein Betreiber von Shopping-Centern und die haben die höchste Dividendenrendite hier von den hier vorgestellten REITs mit 5,9%. Und wir gehen jetzt gleich mal nach unten, würde ich sagen, und gucken uns das Ganze mal hier im Detail an. Was du hier zunächst mal siehst, das ist, dass der bilanzierte Gewinn sich jedoch ganz stark unterscheidet von dem hier in Betongrau gezeichneten Funds from Operations, die die tatsächliche wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Erfolg, die wirtschaftliche Leistungskraft des Unternehmens ja besser beschreiben als dieser bilanzierte Gewinn. Unter anderem eben, weil durch dieses starke, weil der Gewinn durch Abschreibung des Immobilienvermögens stark beeinflusst wird. Allerdings werden Immobilien im Regelfall tendenziell eher mehr wert im Zeitverlauf und nicht weniger. Das sind halt keine Maschinen, die verschleißen, sodass das Bild hier des bilanzierten Gewinns in die Irre führen kann, meistens auch in die Irre führt. Du siehst ja, was für große Abweichungen wir hier haben. Das heißt, das hier ist ein Bild, das mehr der Wahrheit entspricht. Allerdings ist es auch nicht so, dass wir hier
dass die Funds for Operations 1 zu 1 die Grundlage sind für das, was von der Dividende ausgeschüttet wird. Wir haben es ja hier irgendwo gesehen. Mindestens 90% des handelsrechtlichen Jahresüberschusses muss ausgeschüttet werden, nicht 90% der Funds for Operations. Ist also alles nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, diese Funds for Operations sind für uns jetzt die maßgebliche Größe, wenn wir eine Fundamentalanalyse machen, um eben einzuschätzen, ob es mit dem Unternehmen betriebswirtschaftlich fundamental zufriedenstellend läuft oder nicht. Wir haben hier die Funds for Operations in dem Fall ab 2007. Was wir noch ein bisschen weiter hinten raus haben, das sind die Dividenden. Und da siehst du schon, hier gab es eine Dividendenkürzung 2007 auf 2008. Finanzkrise höchst wahrscheinlich. Und seitdem gibt es aber wieder stetig steigende Dividenden. Und vielleicht soll ich erstmal sagen, was die Deutsche Euroshop eigentlich macht. Die betreiben Shopping-Sender. Ich habe das hier mal aufgemacht, damit du es auch so ein bisschen siehst. Das geht vielleicht mal weg, jawohl. Also hier gibt es unterschiedliche Shopping-Center, die betrieben werden. Wir waren sicherlich alle schon mal in so einem Shopping-Center drin gewesen. Ist also nichts, glaube ich, was man sich unschwer vorstellen kann. Ist für mich so ein bisschen so ein Pendant vielleicht zu Realty Income beispielsweise in den USA. Ja, was wir hier sehen, ist eben, dass in den letzten Jahren jedenfalls, nachdem die Finanzkrise überwunden oder übertüncht wurde, je nach politischem Blickwinkel kann man es ein bisschen anders ausdrücken, läuft es eben wieder ganz gut. Wir sehen aber auch hier eine Dividendenkürzung gehabt. Das heißt, Shopping ist ja jetzt konjunktursensibel. Insofern ist das Geschäftsmodell hier von der Deutschen Euroshop auch irgendwo konjunkturabhängig, wobei ich mal vermuten würde, dass das schlägt, wenn es ein sehr kurzer Konjunkturdämpfer ist, und es war eigentlich auch die Finanzkrise, da muss es nicht sofort 1:1 durchschlagen in die Bilanz der Deutschen Euroshop, denn die Mietverträge, die sind ja mittel- und langfristig, die werden ja über Jahre abgeschlossen mit den Mietern in diesen Shoppingcentern. Das heißt, wenn es nur mal relativ kurze Zeit nicht gut läuft und keiner da im Einzelhandel, kein Mieter pleite geht, da würde es die Deutsche Euroshop tendenziell nicht mal merken. Nichtsdestotrotz, es kam ja zu einer Dividendenkürzung, und wenn es längerfristig mal nach unten gehen sollte von der Konjunktur, dann wird es durchaus auch durchschlagen auf die Deutsche Euroshop. Was wir hier noch schön sehen, sind steigende Umsätze. Hier höchstwahrscheinlich zugekauft durch Shoppingcenter, weil organisch kann man so nicht wachsen. Hübsch sind die steigenden operativen Margen hier, langfristig gesehen. Diesen Sprung hier, den halte ich für unrealistisch, von 65 auf 87%. Tja, man muss halt immer mit ein bisschen hier offenen Auges die Daten anschauen und dann gucken, vielleicht, ob man die ein oder anderen Daten mal ausklammert. Allgemein ist die Datenqualität hier, würde ich mal sagen, behaupte ich, überdurchschnittlich gut, aber hin und wieder kommt es halt mal vor, dass da so ein Versatz drin ist. Und da muss man dann eben drüber stehen. Interessant ist, dass wir hier die Aktienrückkäufe haben und typisch REITs, wenn die wachsen wollen, sie müssen ja, nochmal hier zurück, 90% des handelsrechtlichen Jahresüberschusses auszahlen. Das heißt, sie können ihre Gewinne nicht horten, um dann ein neues Shoppingcenter im Fall der Deutschen Euroshop zu übernehmen. Wenn sie wachsen wollen durch Zukäufe, dann müssen sie das machen, indem sie neues Geld einsammeln. Entweder bei den Aktionären, dann haben wir hier neue Aktien werden dann ausgegeben. Das zeigt sich dann hier in Form einer negativen Rückkaufquote, wie hier in 2010, sehr extrem, 17%. Oder sie holen sich frisches Geld durch frische Schulden. Und im Regelfall wird es eine Kombination aus beidem sein, Aktien ausgeben plus Schulden machen. Und hier in 2010 beispielsweise gab es eine Kapitalerhöhung. Es gab auch Kapitalerhöhungen in den Jahren davor und danach, aber im Jahr 2010 war die bisher größte. Und das hieß dann auch, dass von 2009 auf 2010 die Bilanzsumme gestiegen ist hier. Und das hat dann halt entsprechend mit einem Zukauf zu tun, welches Shoppingcenter das war. Vielleicht waren es auch mehrere, das weiß ich nicht. Aber das spielt jetzt auch nicht die wesentliche Rolle. Es geht einfach darum, hier so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen. Und also Fremd- und Eigenkapital finanziert ist. Also die Schulden sind ja auch gestiegen. Hier, das ist dann dieser rote Balken da außen. Auf die genauen Beträge gehe ich jetzt nicht ein, weil es ja im Prinzip auch keine Rolle spielt. Und dann kommen wir auch schon so ein bisschen zur Bewertung. Einmal hier die Dividende, und das siehst du hier,
Das ist im Prinzip die einfache Variante des Dividendenturbos, wo wir gleich auch noch, den schauen wir uns auch gleich an. Und das ist so, dass die Dividende hier in 2015, die Dividendenrendite, ihren Niedrigststand erreicht hat. Da gab es mal nur noch 3%, tief sogar nur 2,7%. Momentan gibt es eben mehr als doppelt so viel, knapp 6%. Hat natürlich dann damit zu tun, wenn die Dividenden leicht steigen, aber die Dividendenrendite steigt überproportional stark, dann hat es natürlich damit zu tun, dass der Aktienkurs Federn hat lassen müssen. Das siehst du hier, ist der Aktienkurs. Und der hatte mal einen Hoch erreicht von 48 Euro und jetzt liegt er bei 25 Euro, hat sich also Pi mal Daumen halbiert. Und jetzt könnte das entsprechend ein Schnäppchen sein, die Aktie eventuell. Gucken wir uns jetzt an, beziehungsweise wir gehen erstmal hier in den Dividendenturbo rein und dann siehst du nochmal das, was ich dir gesagt habe, nochmal ein bisschen mehr im Detail. Du siehst hier die schön steigenden Gewinne. Wir fangen hier im Jahr 2009 an, ich zoome jetzt nicht weiter raus. Und dann haben wir hier die Dividendenrendite, die hier sehr tief erreicht hat, da bei 2,7%. Und momentan eben gibt es knapp 6%. Und wir rechnen auch hier mit weiter steigenden Dividenden, sodass wir auch tatsächlich die 6% erreichen und sogar übersteigen werden. Also aus Dividendensicht durchaus erstmal attraktiv. Und dann gucken wir mal noch die Bewertung an, wo auch die Dividende eine Rolle spielt. Den operativen Cashflow machen wir raus. Wir machen mal alles raus, bis auf die Funds von Operations und die Dividende würde ich vorschlagen, den Aktienkurs auch. Und dann suchen wir hier einen repräsentativen Zeitraum für die Bewertung aus. Hier haben wir hier KGV, basierend auf den Funds von Operations in diesem Fall. Hier ist überall relativ einheitlich. Dann nehmen wir mal ab hier, nicht ab da, weil hier noch die hohe Dividende ist, die ja dann gekürzt wurde. Nehmen wir diesen Zeitraum für die Bewertung. Dann werden ja hier diese Multiples berechnet, durchschnittliche historische Dividendenrendite und so weiter, die wir dann vergleichen mit der Gegenwart und dann kriegen wir raus, ob die Aktie basierend auf der Vergangenheit, die wir hier ausgewählt haben, günstig oder teuer erscheint. Habe ich übrigens den Disclaimer gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Hohoho, schnell einblenden. Also mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. So, und dann haben wir hier den Kurs. Und das siehst du ja wieder, wie der Kurs schön gestiegen ist nach der Finanzkrise, hat einen Höhepunkt erreicht dann hier und dann ist er wieder gefallen. Deshalb ist ja die Aktie eventuell günstig bewertet. Ist es denn tatsächlich so? Dann holen wir mal hier den Fernwert rein und dann sehen wir jetzt tatsächlich, dass wir tendenziell hier eine günstig bewertete Aktie vor uns haben. Aktienkurs 25 Euro. Basierend auf den Funds for Operations wäre die Aktie irgendwo zwischen 35 und 36 Euro wert. Gucken wir mal noch den fairen Wert Dividende an. Der liegt Pi mal Daumen da, wo auch der faire Wert basierend auf den Funds for Operations liegt. Liegt also auch momentan bei 36 Euro. Steigt dann ein bisschen an, weil ja auch die Dividende steigen soll. Wir haben also hier dann durchaus, würde ich sagen, erstmal auf dem Papier eine attraktive Aktie für ja, Investoren vor uns, die Freunde sind von hohen Dividendenerträgen. Und wir könnten dann hier auch mittel- und kurzfristig auch tatsächlich noch mit gewissen Kursgewinnen rechnen. Wenn man mal hier so ein bisschen, ich zoome mal rein, wenn man hier mal so ein bisschen konservativ auch unterwegs ist und jetzt nicht hier hochstapelt nach dem Motto, dass der faire Wert erreicht werden muss durch den Aktienkurs auch tatsächlich, sondern man sagt, okay, vielleicht die Hälfte des fairen Werts des Funds Operations dann ungefähr hier, dann hätte man hier aufs Jahr eine Rendite von 17%, was ja nicht schlecht ist, eben durch die Wertaufholung. Aber es ist natürlich eine einmalige Rendite durch diese Wertaufholung zum fairen Wert, falls es denn so kommen sollte. In Zukunft kann man dann nicht damit rechnen, dass man für das Jahr 3, 4, 5 und so weiter dann immer noch so eine hohe Rendite erzielen würde, weil einfach das Wachstum des Unternehmens hier, die Funds for Operations, das Wachstum ist zwar da, aber es ist doch, fällt relativ leicht aus, sodass dann auch die Rendite für die weiteren Jahre zurückgehen sollte, also die Renditeerwartung zumindest. So viel zur deutschen Euroshop. Dann würde ich mal sagen, geht es als nächstes dann zum Hamborner Ried. Das wäre der hier. Und dann schauen wir uns hier erstmal die Aktie noch im
Qualitätscheck an. So habe ich den Reiter umbenannt, weil hier geht es vor allem erstmal um die Qualität der Aktie. Denn nur wenn man langfristig steigende Gewinne oder in dem Fall halt langfristig steigende Funds from Operations hat, dann ist die Aktie tendenziell überhaupt als langfristiges Investment geeignet. Ansonsten eher als Spekulations- oder Trading-Objekt, aber das machen wir ja hier nicht. Ja, der Hamborner Ried, den habe ich hier auch irgendwo. Wo habe ich ihn? Ah, hier ist nochmal die Deutsche Euroshop im Überblick. Da hatte ich hier nochmal FFO und Ergebnis hier Aktie. Das habe ich jetzt gar nicht angezeigt. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Hier wollte ich nochmal auf eventuelle Skeptiker eingehen, weil sich der Gewinn pro Aktie hier ja so stark unterscheidet von den Funds from Operations. Zum Beispiel hier im Jahr 2018 liegt der Gewinn pro Aktie nur bei 1,29 und die Dividende der Funds from Operations bei 2,43. 2,43, also fast doppelt so hoch. Das sind dann auch die Zahlen, aber die da auch hier siehst, 2,43, 1,29, hier, das sind die Zahlen. Wo es nur noch mal gesagt haben, gehen wir zurück zum Hamborner Ried. Hier ist er. Auch hier siehst du in dem Fall, dass Funds from Operations und der Gewinn pro Aktie sich doch sehr stark voneinander unterscheiden. Ich mache den Gewinn pro Aktie jetzt mal weg. Auch hier haben wir eine Dividendenkürzung analog zur deutschen Euroshop, genau in den gleichen Jahren von 2,7 auf 2,8. Der Hamborner Ried, der ist übrigens im Einzelhandel und Gewerbeimmobilien, also in diesem Bereich ist er tätig. Hier hatten wir also die Shopping Center und hier haben wir dann den ja, Gewerbeimmobilien und Einzelhandel. Gewerbeimmobilien, das heißt, das sind Ärztehäuser oder auch so wirklich einzelne Häuser, wo Einzelhandelsgeschäfte wie Hussels, wo es die Schokoladen und sowas gibt, drinne sind oder kann auch nochmal eine Commerzbank drinne sein, also so Filialgeschäfte, sage ich mal. So, jetzt tun wir mal wieder hier ein bisschen rein, damit es wieder etwas hübscher wird. Und prinzipiell, oder gucken wir erstmal, hier gibt es ja mal 4,35% Dividende, das ist auch nicht schlecht. Von der Marktkapitalisierung ist der Hamborner Ried ungefähr halb so groß wie die deutsche Euroshop. Und ja, dann haben wir hier auch entsprechendes schönes Umsatzwachstum, selbstverständlich nicht organisch erreicht, sondern durch Zukäufe von Immobilien, wie man hier sieht, dass die Bilanzsumme ganz schön wächst in den letzten Jahren. Und hier sehen wir ja, wie das zustande kam. Also wenigstens sehen wir den Eigenkapitalanteil durch die Ausgabe neuer Aktien. Es vergeht kaum ein Jahr. 2014 und 2018 sind es gewesen. Da gab es mal keine Kapitalerhöhung. Ansonsten wurde die Anzahl der ausstehenden Aktien also ziemlich massiv erhöht hier um 20% fast und einmal sogar um 35% im Jahr 2011. Ja, was gibt es da noch groß dazu zu sagen? Wir können hier mal, würde ich sagen, gleich in die Bewertung reingehen. Hier ergibt sich aber ein anderes Bild wie bei der deutschen Euroshop. Bei der deutschen Euroshop, da ging die Dividende wieder nach oben. Hat mich übrigens so ein bisschen an Tanger Factory Outlet Center erinnert, die ja eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite momentan haben, wo sich die Geister ein bisschen scheiden. Habe ich übrigens ein Video gemacht, vor kurzem so. Hier sehen wir jetzt, dass die Dividendenrendite doch relativ stabil sich entwickelt in den letzten Jahren. Momentan vielleicht ein bisschen niedriger ist als im historischen Mittel, werden wir gleich noch genauer ansehen. Wir haben dann auch hier die Betrachtung des fairen Werts. Was haben wir denn hier? Oh, vielleicht haben wir hier einen Datenfehler, das muss ich mir mal angucken, ob die Aktie tatsächlich mal 25 Euro erreicht hat. Der Aktienkurs sei mal dahingestellt. Schauen wir mal gleich mal weg hier, damit man das nicht sieht. Hier also die Kursentwicklung der Aktie und wir sehen hier dann ungefähr, dass laut dieser Aktienbewertung wäre die Aktie oh, Pi mal Daumen fair bewertet. Aber wir sehen es gleich im Detail. Gehen wir mal hier noch in den Dividendenturbo und da sehen wir jetzt die Entwicklung der historischen Dividendenrendite und sehen, dass es im Prinzip so seitwärts läuft. Wir sehen hier die steigenden Dividenden langfristig gesehen. Nur nicht zu langfristig schauen, sonst haben wir hier die Dividendenkürzung 2,7 auf 2,8. Wenn wir jetzt mal hier den 5-Jahres-Korridor einzeichnen, dann sehen wir, dass basierend auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre haben wir ungefähr dann neutralen Bereich. Das heißt, wir liegen ungefähr mit der aktuellen Dividende bzw. Dividendenrendite im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Und es gibt 4,35%. Soll sich dann noch leicht erhöhen, aber die Dividendensteigerung, die haut jetzt keinen vom Stuhl, die ist also relativ moderat.
aber es ist ja auch schon relativ hoch. Gucken wir uns jetzt mal die Bewertung an von dem hübschen REIT. Dann machen wir das erstmal alles raus. Kurs machen wir auch raus und orientieren uns hier selbstverständlich an den Funds for Operations. Und ich gucke immer hier, ob es da gewisse Ausreißer gibt. Aber das ist schön, bei REITs, da verläuft das doch eher gemächlich. Also es gibt die Ausreißer nicht. Ich würde aber, nehmen wir mal hier, ich würde ab hier vielleicht die Bewertung machen. Lass mal den 19er KGV mal weg. Und machen wir mal den hier. Und dann machen wir ihn raus, zeigen den Kurs an, den fairen Wert basierend auf den Funds from Operations. Und hier ist es. Dann haben wir hier wieder die Phasen der Unterbewertung, Phasen der Überbewertung, wieder Unterbewertung. Dann hat sich der Kurs wieder erholt und jetzt ist der Aktienkurs Pi mal Daumen, würde ich sagen, liegt da jetzt beim fairen Wert. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Der faire Wert momentan, also der Aktienkurs erstmal bei 10,50, 10,60, fairer Wert 10,20. Und basierend auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres dann 11 Euro. Also Pi mal Daumen, fair bewertet, basierend auf den Funds from Operations. Wenn wir hier die Dividende noch einblenden, dann wäre die Aktie etwas überbewertet. Da wäre die Aktie jetzt, in Anführungszeichen, nur 10 Euro wert und nicht 10,60 Euro. Also die Abweichung, ja, sind schon noch ein paar Prozent. Ja, das täuscht jetzt, weil die absolute Abweichung ja relativ Kleines mit den 70 Cent sind aber immerhin schon mal ja 6% ungefähr. Aber auf die Funds from Operations würde ich mehr geben. Und dann ist halt nur die Frage, ob die Dividende hier repräsentativ ist. Ich zoome nochmal zurück. Wir haben ja hier eine relativ stattliche Erhöhung gehabt und hier auch. Und kurz mal die Dividende hier rein einblenden. Ja, okay, also ich will es jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Hier gab es nochmal weniger. Ja, also Pi mal Daumen würde ich sagen, ist die Aktie fair bewertet. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar Around Town hatte ich mir noch kurz angeschaut gehabt. Grand City Properties habe ich jetzt noch relativ spontan aufgenommen. Als REIT, ich glaube, die waren vorher schon drin, hatte ich nur nicht als REIT klassifiziert, weil ich die FFO nicht gehabt habe. Habe ich jetzt nachgeholt, also Around Town. Und dann gehen wir auch mal hier gleich in den Qualitätscheck rein. Tja, was vermieten die? Bürogebäude und Wohnanlagen. Bürogebäude vermieten die direkt und die Bürogebäude vermieten sie direkt und die Wohnanlagen über ihre Beteiligung an Grand City Properties. So, das Ganze machen sie noch nicht so lange, zumindest nicht hier als die Aktiengesellschaft. Du siehst, es gibt noch nicht so lange Daten für Around Town. Und auch hier massive Abweichungen zwischen den bilanzierten Gewinnen und den Funds from Operations. Vielleicht noch kurz die Dividendenrendite liegt bei 2,9%, also fast 3%. Machen wir einen Gewinn pro Aktie raus und sieht das Ganze so aus. Durchaus hier eine Dynamik from Zero to Hero ungefähr. Also hier gab es noch keine Dividenden und jetzt relativ stark gesteigert und soll auch relativ dynamisch weiterhin gesteigert werden, das Ganze. Gucken wir uns mal hier die Bilanz an, da siehst du, wie stark das Unternehmen wächst. Also wir haben hier eine Bilanz gehabt, hier Kernvermögen 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2014. Momentan sind es 22,5 Milliarden Euro, also extrem starkes Wachstum. Und hier natürlich frische Aktien werden immer ausgegeben, jedes Jahr teilweise über 30%. Dadurch eben dann auch Finanzierung dieses starken Wachstums hier. Habe ich die auf? Ja, hier siehst du mal kurz die Homepage von Around Town. Hier siehst du übrigens auch, haben sie hier ihre Bürogebäude, die ihnen quasi direkt gehören. Und dann gibt es hier diese Beteiligung, 40% Beteiligung knapp an Grand City Properties. Und das sind eben Wohnanlagen. Schauen wir uns da auch noch die Entwicklung der Dividendenrendite an. Die steigt, also sehen wir gleich im Dividendenturbo, relativ aggressiv. Und dann gucken wir uns dann auch noch die Bewertung an. Das machen wir dann auch hier speziell in der dynamischen Aktienbewertung. Erstmal den Dividendenturbo anwerfen. Und da siehst du, wie schön hier die Dividendenrendite anzieht. Momentan liegt knapp die 3%.
Und wenn wir nur weit genug in die Zukunft gehen, soll es angeblich schon über 5% sein. Das wäre dann im Jahr 2023 soweit. Tja, was die Bewertung angeht, da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil der Zeitraum, die Historie ist ja noch nicht allzu lange. Wir versuchen es mal trotzdem, würde ich vorschlagen. Was die Dividende angeht, will ich einen Zeitraum ab hier erst nehmen, weil die Dividende hier war ja kaum existent, da gab es nur 5 Cent, dann 16, 23 Cent, also ab hier, wobei Funds from Operations würde ich vielleicht auch ab hier nehmen. Bewerten wir mal ab hier, da haben wir natürlich noch nicht allzu viele Datenpunkte drin, ne, aus denen wir die historischen Multiples bestimmen können. Wir probieren es einfach mal und gucken dann mal, was rauskommt. So, also hier haben wir den Kurs. Siehst immerhin schon mal, dass der Kurs an sich ja sich ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Durchschnittliche Rendite von 28,5%. Also das ist schon ganz ordentliche Outperformance im Aktienmarkt. Und dann schauen wir mal, was die fairen Wertberechnungen hergeben für den kurzen Zeitraum. Das wäre dann das hier. Wir haben hier rückläufige Funds for Operations momentan, zum ersten Mal, was dazu führt, dass natürlich auch dann der faire Wert einbricht. Der war vor kurzem noch 8,61, der Kurs bei 8,78, also da wäre dann die Aktie quasi fair bewertet gewesen. Jetzt haben wir erstmal hier einen Rückgang der Funds for Operations. Den Aktienkurs scheint es aber nicht zu stören, er ist ja weiterhin gestiegen. Und die Funds for Operations dann auch wieder anziehen. Allerdings ist die Dynamik nicht ausreichend, um hier den Kursrückgang und den Rückgang der Funds for Operations aufzufangen oder wieder, dass es wieder eingeholt wird. Insofern hätten wir erstmal für die nächsten Jahre eine Unterbewertung. Der faire Wert Dividende, wenn wir uns den anzeigen, da haben wir hier noch eine niedrige Dividende erwischt. Da müssen wir nun mal den Zeitraum ein bisschen ändern. Dann sieht es etwas anders aus. Ja, laut der Dividende wäre die Aktie Around Town dann leicht unterbewertet, beziehungsweise aktueller Zeitpunkt wäre sie im Prinzip fair bewertet und dann mit der nächsten Dividendenerhöhung, da wäre dann die Aktie unterbewertet. Das heißt, da wäre die Dividende sehr, also nicht sehr, aber sie wäre überdurchschnittlich hoch und dann wäre aus dieser Sicht die Aktie attraktiv bewertet. Gut, ich würde dann vermuten, dass die aktuellen Kursgewinne, die wir jetzt in der jüngsten Zeit, in den jüngsten Jahren haben, sich vermutlich erstmal nicht fortsetzen, falls hier diese Funds and Operations sich tatsächlich so entwickeln sollten. Es sei denn, die Leute stehen auf die Dividende und kaufen die Aktien dann doch, dann vielleicht schon. Mit anderen Worten, ich weiß es nicht so genau. Okay, jetzt haben wir uns mal drei REITs angeschaut, die nicht aus den USA gekommen sind. Und ich hoffe erstmal, dass es dir gefallen hat und dass es dir mal so ein bisschen Blick auch über den Tellerrand gegeben hat. Wir haben ja jetzt noch drei REITs offen, die wir nicht angeschaut haben. Diese VIB Vermögen, Alstria Office REIT und Grand City Properties. Jetzt mal eine Frage, kleine Abstimmung, ob wir uns die drei REITs auch mal noch kurz anschauen sollen. Kannst also ja oder nein. Und falls ja, dann schiebe ich da das Video dann auch noch rein. Das wird ja dann, glaube ich, nicht für mich so kompliziert zu drehen sein. Dann bleibt mir noch mir übrig, mich bei dir zu bedanken, dass du so lange durchgehalten hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.